Hallo, warum bist du jetzt so traurig? Hast du so eine hübsche Hose an? Dann verpiss dich. Karl! Was? Ich hasse dich, du bist scheiße. Verpiss dich. Ah, Mama liebt uns. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Itch.io-Spiel. Das ist auch kostenlos. Es heißt The Shopping List und diesmal lese ich euch einmal die Handlung vor. Ich finde es sehr mysteriös. Handlung: Sie haben Ihr altes Leben hinter sich gelassen und versuchen in einer neuen Stadt neu anzufangen. Aber ein Neuanfang ist nicht immer so einfach. Oh, die Musik lenkt mich ein bisschen ab. Warum haben Sie ständig das Gefühl, dass Sie jemand beobachtet? Warum sind alle Stadtbewohner so unhöflich? Welche Geheimnisse verbergen Sie vor Ihnen? Wenn du nur in deine Wohnung zurückkehren könntest, aber zuerst müssen Sie Ihre Einkaufsliste fertigstellen. Gut. The Shopping List ist ein vollgepacktes Horrorspiel mit einer spannenden Mystery-Psycho-Geschichte. Das beunruhigende Szenario mit spannenden Charakteren und einem nostalgischen Retro-Thema verbindet. Entdecke deine Vergangenheit neu, während du versuchst, dich in einer neuen Stadt einzuleben. Genieße verschiedene Begegnungen und Rätsel, oh Gott, Rätsel, während du mit den Einheimischen sprichst, und erledigen sie die Einkaufsliste, während die Geheimnisse der Stadt aus dem Schatten zusehen. So. Es geht irgendwie ungefähr eine Stunde. Das heißt, mit mir lahmhasen anderthalb. Mal sehen, je nachdem, wie gut wir durchkommen. Wenn es unter einer Stunde ist, mache ich einen Teil draus. Wenn es über eine Stunde ist, zwei und so weiter. Vertraue keinem Fremden. Tue ich auch nur bedingt. Hallo? Ich vermisse meine Heimatstadt. Ich hoffe, in diese neue Stadt zu ziehen, gibt mir mehr Möglichkeiten. Ein Mann, den ich schon fast vergessen hatte. Ich muss meine Einkaufsliste fertig machen, bevor ich in mein neues Apartment gehe. Das bin ich. Gibt's Optionen? Press Tab to check your shopping list. Press Space to autoplay dialogs. Let the shopping begin. Es gibt da. Ja, mit meiner neuen Maus kann ich so ein bisschen. Ja, okay. Ich kann nicht springen. Natürlich. Ich kann nur ein bisschen rennen. Tab, Shopping List. Milch, Shampoo, Spielzeug, Schokolade. Schokolade im Spielzeugladen. Ehrlich gesagt, I could get used to. Was? I hope these stores are open. Ich hoffe, dass diese Läden nachts geöffnet haben. Ja, das ist eine super Idee. Aber ich bin schon wieder im Weg. Da. Blumen und Printerpapier, Druckerpapier und frisches Fleisch. Kann ich in Mülltonnen gucken? Ich habe mir natürlich nicht die Steuerung angeschaut. Haha. Hallo? Oh, wer zur Hölle bist du? Oh, ich bin Flauschi. La 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 la. Jedes Mal beim Schneiden und gucken höre ich immer noch. Immer das Intro, und es nervt. Was, Flauschi, was für ein dummer Name? Was, ich hasse dich, du bist scheiße. Anyways, what can I do for you? Was kann ich für dich tun?
Do you happen to know where the... Weißt du, wo die Milch ist? Die Milch? Ja, die sollte da drüben sein, bei der Soda und den Getränken. Wenn nicht, dann komm wieder her und ich check das Lager. No, jetzt lass mich mal in Ruhe. E drücken, um mit Toast zu sprechen. Hallo Toast. Mhm. Hallo, arbeitest du hier? Nee, tue ich nicht. Aber ich hoffe, dass ich hier einen Job kriege. So, aber wie funktioniert denn das dann für dich? Hallo? Ja, nicht so gut. Ich wurde mal von meinem letzten Job gefeuert. Irgendwas mit Technik. Warum? Weil sie mich mit einer Maschine ersetzt haben. Ja, tut mir leid, aber komm schon. Und wie die da kommen, ja, der erzählt nur Mist. I'm gonna continue to look busy, so I can. Ich versuche, beschäftigt auszusehen, wenn ich den Job kriege. Ja, okay, ja, viel Glück, okay. Ja, so funktioniert das bestimmt. Was war das? Was ist das hier? Seht ihr das? Das sind Orbs. Ein Orb? Ships and Supplies, hier sind noch mehr Orbs. Was hat er gesagt bei Soda und Drinks? Was ist denn das? Frozen Meats? Soda and Drinks. Milk out of stock. Ja, supi. Ich kann doch nicht rennen. Bin mir nicht ganz so sicher. Hallo. Oh, hast du jetzt gefunden, was du wolltest? Nee, die Milch ist nicht mehr da. Ja, kein Problem. Ich guck für dich. Hier, Jordan, hol mal Milch. Gib mir die Milch. Hey. Wenn er die Milch will, dann muss er extra zahlen. Ah, wenn du die Milch willst, dann muss... Bitte was? Nur weil er jetzt die letzte Milch in der Hand hat, soll ich jetzt extra... Die Milch kostet eigentlich $15. Choose your payment amount. Dann machen wir jetzt 16. $16 für eine Milch. Get grumpy when I'm tired or barely even. Was? Weißt du... Sometimes it happens around here. Hier sind wieder Leute verschwunden. Weißt du das nicht? Nimm mal ein Rad, finish it. Beende dein Shopping, bevor es dunkel wird. Ja, und jetzt tschüss. Es tut mir leid. Warum bist du denn jetzt so traurig? Hast du so eine hübsche Hose an? Also ich habe die Milch. Noch irgendwas im Grocery Store? Im Grocery Store? Nee. Also er war sehr, sehr komisch drauf. Es gab keine Milch mehr, nur im Lager. Und nur der Kerl daneben hatte noch. Und deswegen musste ich mehr zahlen. Hab ich irgendwo den Stevie? Du warst doch eben noch nicht da, oder? Hey, du! Ich muss deinen Ausweis sehen, bevor ich dich hier durchlasse. Es ist ein strict security procedure that I have to follow after this week's latest event. Now get over here and hand me your ID. Ich habe meine ID verloren, bevor ich hier hinkam. Upsi. Also es sind hier Sicherheitsvorkehrungen und deswegen soll ich meine ID unbedingt zeigen. Gib mir deinen Ausweis. Lügen, Lügen, Lügen. Ich habe meinen Ausweis im Auto. Gib mir nur eine Minute und ich komme gleich wieder. Na gut, dann beeil dich. My eyesight is really bad, so you better do
Not do any. Er kann nicht gut gucken. Maybe I can find something that looks like an ID card. Okay, wir sind ein bisschen arschig, ne? Weil wir suchen etwas, jetzt was aussieht wie ein Ausweis, weil er nicht so gut gucken kann und hoffen, dass das dann reicht. Holdy, search the dumpster. Ja, durchsuchen den. Echt. Ich habe $16 für eine Milch gezahlt. Und jetzt finde ich welche hier. Oh, was ist das? Noch mehr so? Oh, ID-Card. Es ist seine ID. Wieso zur Hölle? Was ist mit ihm? Name Billy, Billy Saps. The Game, The Movie. Muss man das kennen? Ich kenne das nicht. Press E, drücke E, um es zu leihen. Mein Name ist Billy Saps. Billy Saps, ist das ein Wortwitz, den ich nicht verstehe? Missing. Kann ich jetzt sonst hier nicht durch? Ich kann hier wirklich nicht durch. Hallo. Ja, hat aber lange gedauert. Ja, tut mir leid. Aber jetzt habe ich, was du willst. Hier, guck dir das mal an. Bist das wirklich du? Es ist ein bisschen komisch aus. Wieso? Was mit deinen Augen? Ja, ich habe meine Brille vergessen. Promise. Ja, versprich mir, dass du das bist auf der Karte. Ja, sicher. Dann verpiss dich. Es ist, er ist Pulli. Pulli ist er. Okay. Ah, jetzt kann ich doch wieder ein bisschen rennen. Kann ich noch irgendwas tun? Oh, ist hier eine Linie? Ich habe das Gefühl, wenn ich schräg gehe, also seitlich. Oh, das ist ein Schal. Oh, was ist das hier? Oh, das bringt Erinnerungen zurück. Oh nein, wo ist mein Kaffee? Mein Kaffee ist nicht da. 1975. Letter to his kingdom where he was joyfully received and lived for a long time afterwards. Mama, lies der Geschichte vor. Na, Liebling, war die Geschichte nicht aufregend? Das war sehr gut. Ha, du bist so süß. Ah, ich bin so süß. Ah, Mama liebt uns. Ich liebe dich auch, Mami. Guten Abend, gute Nacht. Mit Rosen bedacht. Okay. Mit Regen bedeckt. Okay, ja. Im Body Shop bin ich jetzt. Shampoo. Oh, was sieht der? Oh mein Gott. Ich meine, hallo, willkommen zum Body Shop. Was auch immer. Wie kann ich dir helfen? Ja, ich brauche eigentlich nur normales Shampoo. Alles andere ist okay. Irgendwas ist okay. Ja. Großartig. Wir haben nur 3 Shampoos. Any Shampoo. Ja, oh mein Gott, großartig. Keiner hat das gekauft, like in 2 Jahren. Oh ja, super. Ich weiß nicht warum, ich denke, die sind großartig. Du kannst wählen zwischen Gust, Greasy, Spots, Saucy, Shem, Oh the Poo and Basic Strawberry Shampoo. Gust or Greasy Grams? Scott's Saucy Shem Oh the Poo? Basic Sorbe. Ich weiß nicht. Also allein nur, weil hier Kacke drin steht, aber Erdbeer ist schon. Ich nehme das Erdbeer.
großartige Wahl. Danke. Du scheinst unsicher zu sein. Oh, ich kann es umsonst benutzen. In der öffentlichen Dusche, die wir hinten haben. Come back here after you're done. Bye. Ich kann es in der öffentlichen Dusche testen. Okay, habe ich das jetzt? Nein, ich muss es wirklich testen. Noch hier unten. Check out. Oh Gott. Ich hole mal eben einen Kaffee. Passiert ja was? Ich kann kurz stehen bleiben. Sekunde. Und da bin ich schon wieder. Kaffee. So. Na, supi. Eine öffentliche Dusche. Natürlich. Gerne doch. Das riecht genauso, wie ich gedacht habe. Aber definitiv, es ist mehr better than that fucking kid. Aber es riecht bestimmt besser als das erste. Na egal. Wenigstens kann ich das ausprobieren, bevor ich das kaufe. Ich hätte doch einfach die Packung öffnen können und dran riechen, oder? Also, ich meine ja nur. Hallo? Also, was denkst du? Kaufst du es? Ja, ich denke schon. Ah, na endlich! Das macht $10 für ein Shampoo. Ja gut. Choose your payment amount. Hier, kriegst du gar einen Cent mehr. Danke für deinen Kauf. Ich bin überrascht, dass du so spät hier noch kaufst. Um die Zeit kriegen wir ja kaum noch Kunden wegen den Leuten, die verschwunden sind. Been here today, are you and some creep that looked at me through the glass window. Draußen ist ein Creep. Während ich geduscht hab? Just be careful out there for me. It's not safe being here. Ja, es ist nicht sicher, um die Zeit draußen zu sein. Na supi. Bye. Was ist mit der Musik los? Brauche ich noch irgendwas aus dem Body Shop? Nee. Draußen ist ein Creep. Gehen wir doch mal hin. Wieso hab ich jetzt hier die ganze Zeit Lieder im Kopf? Oh. Das sieht sehr vertrauenserweckend aus und sehr einladend. Timmy's Toys. Amusements. Das sieht sehr Amusements aus. Timmy. Oh, hallo. Oh, wie kann ich helfen? Ich guck nach was Süßem, um das in mein neues Apartment zu tun. Hast du irgendein Spielzeug oder Stofftiere zu empfehlen? Ich will außerdem Schokolade. Schokolade? Lass mich mal gucken. In der Zwischenzeit kannst du was für mich tun. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich will, dass du mir hilfst. Also besser hilfst du mir. Du willst ja auch meine Hilfe. Ja, na gut. Was soll ich denn tun? Kennst du das Amusement-Schild am Eingang? Es sollte eigentlich leuchten, aber irgendwie sind die Kabel verwirrt. Verworren. Ja, das sieht sehr... Oh, jetzt verstehe ich, was mit Puzzeln gemeint ist. Ich
verstehe nicht so ganz. Ist das richtig, was ich hier tue? Weil das ist doch... Hä? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe es geschafft. Timmy, ich habe es geschafft. Sie hast mal komische Augen. Wow. Du hast das wirklich mit dem Neuverkabeln hingekriegt, ne? Ja. Ja, Deal ist ein Deal. Hier ist ein Kram. Danke. Ich habe noch eine schnelle Frage. Achso, ich habe noch eine schnelle Frage. Jeder redet hier davon und warnt mich, dass hier böse Dinge passieren. Es ist wirklich so gefährlich hier. Ach, hör dem Mann nicht so zu. Die Leute erzählen hier Kram. Also Leute, die neu in die Stadt kommen, versuchen sie immer zu erschrecken. Ist der Killer on the loose, bla bla bla. Also gib den Killer, es ist alles nur Gerede. Ignoriere die einfach und mach weiter. So, jetzt tschüss. Danke. Jetzt muss ich noch zum Technikladen, zum Floristen. Wieso muss ich nachts Blumen kaufen und überhaupt alles? Kann ich nicht erstmal in mein Apartment? Wieso brauche ich Druckerpapier? Ich meine, Fleisch, okay, ne? Zum Essen, aber der Rest ist doch, kann man doch alles morgen im Hellen machen. Lief da gerade was? Habe ich eigentlich keine Taschenlampe oder so? Das ist mir zu dunkel da gehe ich nicht hin. Es ist sehr dunkel. Oh, ich muss hier ums Eck, okay. Oh, hier geht's weiter. Kann ich irgendwie mal Müll einmal gucken? Nochmal? Und letztes Mal war eine Milch drin. Oh. Ein Blümchen. Das bringt, Alter, was ist das mit diesen Erinnerungen? 1979. Na toll. Ich vermisse dich. Ich liebe dich, Mama. Die ist nicht sehr alt geworden. Wenn ich mich gerade nicht verrechnet habe. Kann ich die nicht mitnehmen? Dann brauche ich nicht zum Floristen. Der Technikshop sollte in der Nähe sein. Das wissen wir, ja? Laufen wir hier mit Google Maps oder was? Da, der Technik. Kann ich dazwischen laufen? Schade. Was zum... Ach ja, stimmt. Karl! Hallo, ich bin Karl. Der Kassierroboter. Ich bin heute für deinen Einkauf zuständig. Such dir aus, was du brauchst auf meinem Interface. Lass uns beginnen mit... Ja, lass uns anfangen. Stimmt, der Kerl im Supermarkt hat ja gesagt, er wurde rausgeworfen, weil er durch eine Maschine ersetzt wird. Ich brauche Printingpapier. Zahl 2,99, um dein Produkt zu erhalten. Ja, guck, dann kriegst du bist ein Roboter, dann kriegst auch nur 2,99. Was passiert, wenn ich dich bescheiße?
Jetzt sag's mal. Das geht nicht. Okay. Aber mehr nehmt ihr, ne? Ja. Bezahlung abgeschlossen. Danke. Mehr gibt's hier nicht. Und was ist, wenn jemand was klaut? Kundentoilette? Räume? Na, okay. Roboter braucht das nicht. Wir sind fast fertig. Ich warte mal noch auf den Joker. Ich wette, es geht gleich los. Da würde ich im Leben nicht langlaufen, ne? Was habe ich gesagt? Oh. Kann ich nichts tun? Okay. Ja, dann gehen wir doch in die Richtung von dem Creep. Gut. Natürlich. Der ist auch bestimmt hier irgendwo hinter. Oh, ein hübsches Bäumchen. War es jetzt noch Florist und Metzger, ne? Hier komme ich nicht durch, schade. Okay. Rotate. Missing Poster. Ashton Garcia. Belohnung $1,200. Bitte finde meinen kleinen Jungen. Scrolltext. Okay. Ja, das tut mir leid, den habe ich nicht gesehen. Dieser Ort scheint irgendwie komisch zu sein, ja. Hier ist die Straße geschlossen. Kein Zugang, ja, egal. No risk, no fun. Aber wir sehen hier auch geschlossen, hier ist doch ja nichts. Ja, nichts. Okay. Guck mal, nehmen wir doch einfach das Blümchen hier mit. Da müssen wir da nicht rein. Die Tür ist verschlossen. We open the owner's property technically. Vielleicht macht der Besitzer gerade eine Pause. This is the owner's bicycle. She must be adjust. Okay, I guess. Okay, erstmal, woher wissen wir, dass der Besitzer weiblich ist? Dass es auch das Fahrrad von ihr dann ist? Und wir klopfen jetzt einfach nochmal. Hallo? Verpiss dich. Lass meine Familie in Ruhe. Nimm was immer du willst, aber tu uns nicht weh. Ich wollte Blümchen haben. Dann nehme ich mir die Rose, okay? Okay, danke. Das wird mich gar nicht jedes Mal daran erinnern, wenn ich... Huch. Ach komm schon, wenn ich diese Rose angucke.
Jetzt werde ich auch noch mega nass, bevor ich hier beim Metzger bin. Hallo. Was machst du hier draußen im strömenden Regen zu dieser unchristlichen Stunde? Ich kann dich mitnehmen, wo du auch hin musst. Komm nur ins Auto und ich fahre dich wo immer hin, wo immer du auch hin willst. Ich könnte etwas Begleitung gebrauchen. Ach du Scheiße.